Fühlt euch gegrüßt, meine lieben Schweinebacken. Ja, kein Shade, ihr seht richtig. Ein anderes Spiel. Und komm bloß nicht auf den Gedanken, dass ich Shade nicht weiterspielen werde. Natürlich werde ich das weiterspielen. Aber ich dachte mir, da heute ja so ein kleines Jubiläum ist, so einwöchiges, das heißt, seit einer Woche bin ich aktiver Let's Player. Dachte ich mir so, ja komm, spielen wir doch nochmal ein anderes Spiel. 007 Nicktviere. Oder auch zu Neudeutsch Nightfire. James Bond. A.K.A. Pierce Brosnan, wie wir ihn hier sehen. Ist übrigens auch der Bond-Darsteller aus den Filmen, ja, über den ich das ganze James Bond-Franchise sozusagen kennengelernt habe. Was gibt's sonst zu sagen? Ja, also, das Spiel ist von 2002, erwartet also nicht zu viel High-End-Grafik und so weiter und so fort von EA Games und, wie ich finde, ziemlich unterhaltsam. Jo, ich hoffe, die Soundeinstellungen und so weiter und so fort, das passt alles. Und falls nicht, schreibt mir, falls doch, schreibt mir auch, wie ihr möchtet. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen hier angetestet, wie es denn so aussieht und was weiß ich was alles. Aber wir werden natürlich ein neues Spiel starten. Ich habe noch so ein paar Probleme mit den Filmsequenzen. Mal gucken, wie ich das lösen werde. Schauen wir mal. Neues Spiel. Das ist schon wieder hier. Das ist hier für die Luschenarmee. Ach, Agent. Fühlen wir uns gleich so ein bisschen erhoben. Gut, schauen wir mal. Guten Morgen, 007. Es wurde eine neuartige Raketennavigationshardware für die US-Raumwaffenplattform im Orbit gestohlen. Die NATO meint, dass ihre Wiederbeschaffung von größter Wichtigkeit ist. Wenn eine feindliche Macht das Gerät rekonfiguriert, ist die Gewährleistung der weltweiten Defensive durch die Plattform ernsthaft gefährdet. Jüngsten Geheimdienstberichten zufolge hat Raphael Drake mit dem Diebstahl zu tun. Schwer zu glauben, wo er doch ein anerkannter grüner Industrieller ist, dessen Phoenix International veraltete Atomreaktoren demontiert und nukleare Arsenale entsorgt. Ein Agent der Alliierten, der in Drakes Organisation eingeschleust wurde, meldet, dass Alexander Mayhew, ein britischer Expatriot und Leiter der Phoenix-Niederlassung in Japan, auf dem Weg zu Drakes Schloss in Österreich ist. Das gestohlene Navigationsgerät wird heute Nacht während einer formellen Versammlung im Schloss den Besitzer wechseln. Drakes Sicherheitsleute schrecken vor nichts zurück. Als Doppel-Null-Agent werden Sie Gleiches mit Gleichem vergelten müssen. Viel Glück, Bond. Ja gut, da sind wir. Unsere erste Mission. Und gleich eine, ja, ganz schön eigentlich. Der landet da hinten, habe ich jetzt einfach mal ganz frech dreist verraten. Gut. Unser erstes Missionsziel ist es, das Navigationsgerät zu entwenden quasi. Ganz böse, böse. Dazu müssen wir dieses Schloss infiltrieren. Und gleich vorweg, es gibt zwei mögliche Wege, in das Schloss erstmal reinzukommen. Ich werde euch natürlich beide zeigen, obwohl ich den einen schon präferiere, muss ich wirklich sagen. Das ist unsere Standardwaffe, kann man sagen. Wir werden natürlich im Spielverlauf noch mehrere Waffen kennenlernen.
Da haben wir zum Beispiel unsere stählerne Eisenfaust. Unsere, das waren die, die wir gerade schon hatten. Eine Blendgranate, beziehungsweise 4 Stück davon. Und die normalen Granaten. Wir werden auch vorerst mit der normalen Waffe spielen. Und damit wir nicht so großen Radau machen, schlage ich vor. Genau. Packen wir mal den Schalldämpfer drauf. Wir müssen uns jetzt erstmal einen sicheren Weg verschaffen. Und dazu werde ich jetzt erstmal meine ollen Kumpanen hier, die in der Kälte aushalten müssen, von ihrem Erfrierungsleiden befreien. Fangen wir mal mit dir an. Der hat gleich gesessen. Sehr gut. Ich sage aber schon mal von vornherein, das wird bei mir nicht immer so sein. Naja. Wo bist du? Der hat auch gesessen. Ja, da muss man manchmal immer ein bisschen gucken, wenn die weiter weg sind, wo die da genau stehen an ihren Dingern. Da sind 2 auf dem Podest. Da waren 2. Tut mir leid, kleine Verbesserung. Jo. Wir müssen jetzt weiter runter und genau in dem Moment, als hätten sie es alle gewusst, wo wir hier runterspringen werden, wird uns M erstmal einen kleinen Vortrag halten und dieser schnöde LKW wird losfahren. Der wird gleich noch wichtig sein für uns. Hören wir hier erstmal zu. 007, versuchen Sie an Bord des Trucks zu gelangen. Das macht es leichter für Sie, die Verteidigung des Schlosses zu infiltrieren. Jo! Das würde es uns in der Tat leichter machen, aber ich will euch ja erstmal erinnern. 007. Sie müssen sich einen anderen Weg in das Schloss suchen. Ja, nun, ich habe deinen Erwartungen nicht genügt, Hose. Fick dich damit ab, Kerl. Ich bin James Bond, ich kann das auch anders, ja? Nicht immer nur so eine monotone Wege hier, die man gehen soll. Ja. Gleich weiter mehr zu dem schönen LKW und zu dem LKW-Fahrer da unten. Wir werden jetzt erstmal schauen, was wir hier haben. Jo, schöne bergige Landschaft. Schneeflocken. Eine schöne Karte. Ja, hier braucht man, glaube ich, gar nichts mal drin. Müssen wir wohl da gleich her. Aber hier kann ich euch mal kurz demonstrieren. Diese tollen Geräte stehen hier an mehreren Stellen rum. Die haben aber eigentlich nichts zu sagen, sondern sind nur ganz tolle Zierde. Die können wir auch kaputt machen. Können wir aber auch lassen. Bringt uns nämlich überhaupt nichts. Können wir die Tür wieder zumachen? Ja, wir sind ja reinliche Leute. So. Und damit uns die tolle Waffe nicht die ganze Zeit vor unserem imaginären Nase hängt, vor unserer Polygon-Nase, packen wir die mal weg. Genau. Links unten piept's. Das ist übrigens unsere, ja, Gesundheitsanzeige, nenne ich sie jetzt einfach mal. Die blauen Balken, ja, demonstrieren das, sag ich mal, und wir können die auffüllen, indem wir Panzerplatten einsammeln. Ich glaube, eine Panzerplatte entspricht 3 von den Balken oder so, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Müssen wir nämlich mit 3 Panzerplatten unsere gesamte Energie wiederherstellen können. Rechts unten, wie gesagt, unsere Primärwaffe. Jetzt unsere stählerne Faust. Das ist unsere Knarre. Obwohl, das habe ich euch ja schon gezeigt, von daher. Tabulator, was haben wir denn? Oben sehen wir unsere Einsatzziele, das sind immer so ein paar Sachen, so nach und nach, je nachdem, wo wir gerade sind, welchen Fortschritt wir haben. Unten so ein paar Hinweise zur Steuerung, was weiß ich was, für die ganz Blöden. Naja, ist nicht ganz so, aber gut. So, aufstoßen. Einsatzziele. Erstes und bisher einziges Einsatzziel, Sicherheitszone von Drakes Schloss durchdringen. Nichts leichter als das, denken wir uns. Machen wir erstmal die schöne Holztür auf. Schauen wir uns mal kurz hier die Landschaft an. Ist echt schön, also doch. Ja, zugefrorene Stromleitung. Ja, gut.
Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal da hoch, damit ich euch den einen Weg zeigen kann. So, da sehen wir eine Waffe von dem einen Kerl, der unten eben patrouilliert hat. Und mal schauen, was passiert, wenn wir drüber gehen. Klack, klack, genau. Die haben wir jetzt auch. Hat schon automatischen Schalldämpfer von vornherein. Wir werden jetzt aber immer noch keine nehmen, weil wir momentan noch keine brauchen, wenn ich mich jetzt nicht ganz öselig anstelle hier, ganz bräsig und mich hier vom Himmelfahrtskommando zerschießen lasse. Ja. Piep, piep. Mit dem Laser kann das Schloss zerstört werden. Jetzt fragt ihr euch, was für ein Laser? Wovon labert der? Ja. Nichts leichter als das. Wir haben natürlich nicht nur unsere schönen, schnöden Waffen hier unten, sondern wir haben natürlich auch von unserem liebenswerten Q, dem alten Knagger, ganz viele andere Spielzeuge geschenkt bekommen. Und die werde ich euch auch so nach und nach erklären, wenn wir die einsetzen müssen. Das erste, diese schöne Uhr. Und wie ihr an dem Fahnenkreuz schon entnehmen könnt, es ist keine normale Uhr, sondern eine richtig coole Uhr. Damit kann man zum Beispiel Leute ärgern, die schlafen. Man kann es auch lassen. Tja, wo war denn da ein Schloss? Es ist übrigens ganz normal, dass diese Türen hier alle keine Klinken haben und überhaupt nichts. Naja, wie sie denn meinen, die schönen Österreicher? Immer ein bisschen spezieller sein. Ja, 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 das sind sie mir. Piep, piep. V, Sichtmodus der Q-Brille wechseln. Q-Brille, genau. Kann ich euch jetzt auch mal demonstrieren. Das ist unsere schöne Q-Brille. Und die kann nicht nur so, sondern die kann auch so. Und die kann auch so. Verschiedene Farben. Yeah, wuhu! Disco. Ja, ich lasse jetzt mal eben zu Ende laufen. Ja, drei Modi im Prinzip. Der blaue Modus ist der Röntgenmodus, der kann noch ziemlich wichtig sein. Der rote Modus ist ein Wärmebildmodus, das heißt, damit können wir zum Beispiel, wenn es irgendwo eine dunkle Stelle gibt, und die wird es geben, meine Freunde, glaubt es mir. Oder lasst es sein, lasst euch überzeugen, mir wurscht. Auf jeden Fall, damit können wir dann Gegner sehen, die werden uns dann als helle, ja, Polygonklumpen angezeigt. Nein, werden sie nicht so extrem, aber... Und dann gibt es noch den grünen Modus. Den grünen Modus. Grün. Ein Helligkeitsmodus, auch wenn wir im Dunkeln sind. Wir machen jetzt aber erstmal den Modus. Das ist der Röntgenmodus. Hier sehen wir, hier wird jetzt der eine Kerl stehen, wenn wir ihn nicht schon abgeknallt hätten. Und wir sehen, da drin muss ein Tisch und ein Stuhl sein. Spannend. Und ein Baum? Nein, kein Baum. Geiles Teil. Scheinwerfer. Ah. Da sehen wir auch schon unsere ersten Kunstplatten. So, volle Gesundheit. Hier liegen immer irgendwelche komischen, wahrscheinlich total geheimen Schriften rum, die natürlich irgendwer vergessen hat. Oder absichtlich dahingelegt hat für WikiLeaks. Naja. Leitern. Wow. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell eine Leiter hochkraxeln kann. Wie James. Aber es ist halt James. Er kann das halt. Weißt du? Ja. Da kommen wir später noch hin. Soll uns jetzt aber noch nicht kümmern. Denn wir werden jetzt unseren James, wie ich ihn ja gerne auch mal nenne, in Aktion sehen. Und nicht in der Ego-Perspektive. Da ist er. Ja. Und coole Musik. Wir müssen uns jetzt darüber hangeln. Das ist aber nicht so ganz einfach. Zumindest stelle ich mich teilweise hier ziemlich präsig an, wenn ich an diese Stelle komme und dann einen Satz nach unten mache. Schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Das muss man immer so ein bisschen abpassen, damit man, ja, nicht die Arschkarte zieht, sag ich mal. Hm. Aber es scheint nur einmal kurz. Ja, gut. Ah, scheiße, scheiße. Zurück, 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 zurück. Nein, zurück. Ah, James. Nein! Weiter! Oh! Kehr, kehr, kehr! Wir haben noch Spaß miteinander. Ich sehe schon kommen. Jetzt ist die coole Musik wieder weg.
Aber generell die musikalische Untermalung ist echt ganz gut hier. Ja. Ein Turm. Und ein Stromkasten. Oder so. Wir werden jetzt hier mal weitergehen. Bleiben unserem eingeschlagenen Weg treu. Mal kurz reingucken, aber wie wir sehen, sehen wir nichts außer vereinzelte Schneeflocken, die hier drinnen rumfliegen. Okay. Wow. Ungroße Schneeflocken vor unser, ja, vor unseren Glubschaugen. Da ist der Helikopter von eben, aber der hat uns auch nicht zu interessieren. Wir werden einfach weitergehen. Und jetzt müssen wir mal ein wenig leise sein. Wir müssen uns jetzt hierher schleichen. So Mist, dass wir hier Wache schieben müssen. Meine Füße sind völlig eingefroren. Die sollten uns wenigstens eine Flasche Schnaps geben. Eine Flasche Schnaps? Die sollten uns den Schlüssel zu Drakes Weinkeller geben. Ja, genau. Du musst neu hier sein. Keine Sorge. Ich habe schon die Küche geplündert. Ein paar Häppchen besorgt. Das kam von der Wand da drüben. Hast du das gehört? Nein. Nee, könnte eine Bergziege sein. Ich habe gestern eine gesehen. Siehst du was? Ihr habt doch einen Schaden, Leute. Bergziege. Ja. Okay. So viel zum Thema unbemerkt bleiben. Also ich glaube, diese beiden Spatenköpfe hätten uns im Leben nicht gesehen, auch wenn sie genau auf uns zugelaufen wären. Was der eine, glaube ich, auch gerade eben ist. Wenn ich jetzt mich nicht verguckt habe. Also ich bin auf jeden Fall von denen noch nie entdeckt worden und naja. Und ich habe mich da nicht immer so vorsichtig angestellt, muss ich dazu sagen. Also von daher. Schönes Panorama, muss ich wirklich sagen. Ein verhängnisvoller Himmel. Ja, 2012 und mehr. Aber vorher machen wir noch unsere schönen Missionen, damit er glücklich ist. Ja, ein neues Gimmick aus diesem schönen Spiel. Und zwar können wir nach Hause telefonieren. Nein, können wir nicht. Es ist kein... Es ist natürlich kein normales Handy. Es wäre ja auch zu langweilig. Was ist das für ein PIN? Sondern wir können hiermit übrigens auch Leute verletzen. Und zwar folgendermaßen. Das tut Aua. Wollen wir jetzt aber nicht, sondern wir wollen uns jetzt hochziehen. Das kann man an diesen Teilen machen. Die sind überall im Spiel mal versteckt hin und wieder. Damit wir an, ja, entlegene Stellen kommen. Ich denke, Sie könnten an dieser Metalloberfläche hochklettern. Q, du warst mal wieder deiner Zeit doppelt so schnell voraus und deswegen zu langsam. Falls euch das jetzt zu hoch war, mir war es jetzt auch zu hoch im Nachhinein. Ja gut. Was hat er gesagt? Ich kann hier hochklettern? Naja. Q ist ein bisschen spezieller. Der hat so ein paar... wenn ich jetzt schon wieder dran denke, ey. Der hat so ein paar geile Sprüche drauf. So ein paar... Also so ein paar englische Begriffe, die liegen ihm nicht so ganz. Werden wir später noch Bekanntschaft machen. Ich guck mal eben, wie viel Zeit mir mein Timer noch gibt. Mein Timer. Oh. Nicht mehr viel. Aber das ist hier zum Beispiel ziemlich gut, weil wir können, soweit ich das im Gedächtnis habe, überall und ja, nirgendwo speichern. Doch, wir können wirklich an jedem Punkt speichern, glaube ich. Wir packen es mal weg und ich weiß ehrlich gesagt nicht, beziehungsweise ich will auch gar nicht reingehen hier. Könnte ich jetzt, dann bin ich in einem speziellen Teil des Schlosses, wo wir aber auf dem anderen Weg auch noch hinkommen. Von daher, Blödsinn. Das wäre der eine Weg ins Schloss. Und in der nächsten Folge werde ich euch mal den anderen Weg zeigen. Und ich finde, der geht echt schneller. Also, zwar mehr Geballer. Geballer. Er hat Geballer gesagt. Aber, naja. Schauen wir uns nochmal das schöne Panorama an. Bis der Timer mir signalisiert, das Ende im Gelände ist hier. Das ist es in der Tat. Ja. Ich werde jetzt aber auch nicht speichern hier, sondern kann man hier weiter? Kann man hier bitte weiter? Ich möchte weiter. Ach, Mensch. Warum geht das denn nicht? Ich wollte mal gucken, was da ist.
der schöne Balkon. Balkon. Nicht Balkon, sondern Balkon. Wow! Ja, das ist ein grummelnde Auto am Ende. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden, was das da zu suchen hat. Aber naja. Gut, das war die erste Folge von Let's Play James Bond 007 Nightfire. Bis zum nächsten Mal. Haben wir wieder was gelernt? Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.